Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, meine Beine sind nicht mehr gebrochen. Ich versuche immer noch an den Glowstone da oben zu kommen, nachdem ich mir ja die Beine gebrochen habe. Und ich denke, ich werde Erfolg haben und den Glowstone hier runterklopfen. Jawohl. Und dann gehen wir wieder zurück und fangen an mit dem Bau der Hühnerfarm. Beziehungsweise... Wir müssen ja die Löcher ausheben für die Farm. Soll ich den Glowstone da nicht auch noch mitnehmen, da oben? Ich weiß ja nicht. Oder den da, das ist ja richtig viel, was da hängt. Ne? Da hängt ja eine richtig große Traube. Nee, ich gehe zurück. Ich verlaufe mich hier sonst nur. Wenn ich jetzt großartig rumrenne, verlaufe ich mich nur. Ich kenne mich. So, dann... Gehen wir mal hier wieder drauf. Das. Oh. Das war unsere Plattform. Guck mal, und da liegt auch noch Glowstone. Den sammeln wir gerade mal ein. Und ich glaube. Oh Gott, jetzt ist da haben wir es schon. Orientierung, ne? Genau, da hängt die Fackel. Oh Mann, hier machen so viele von diesen Schweinchen rum. So, und dann müssen wir da runter, glaube ich, ne? So hier irgendwo. Bein gebrochen. So, und gleich nochmals Bein gebrochen. Komme ich hier runter? Ja. Sehr schön. Super. Dann zurück in die Base, ne? Zurück nach Hause. Mache hier mal ein bisschen Licht. Und dann geht's zurück. Hier hatte ich doch eine Kiste aufgestellt, ne? Genau, da kann ich den Netherkram reinmachen. So. Und aus dem Glowstone können wir dann schon... hier... Leuchten machen. So. Sehr schön. So. 24 Leuchten. Ich denke, das reicht für den Anfang. Und wo haben wir denn hier den Zombie stehen, den ich hier höre? Da unten. Auf den Kopf. Tut mir leid. So. Und stirbst du? Komm. Na komm, nochmal. Siehste, und tschüss. Ja, dann fangen wir mal hier an, auszuheben. Ich denke, wir gehen dann noch ein Stückchen in die Tiefe. Wir machen hier erstmal eine Türe. So, 1, 2, 3, 4, 5. 9, ne? So. 15. 21, also. So, da machen wir die Tür rein. Hier, so. Und dann machen wir einen kleinen Gang. Und dann, denke ich, gehen wir zwei oder drei in die Tiefe. Weil die werden bestimmt, also die brauchen bestimmt eine gewisse Höhe, diese Farmen. Wenn ich hier eine Tür hinmache, kann ich hier die Druckplatte hinmachen. Okay. Alles klar, so. Druckplatte, Tür, Druckplatte und dann geht's hier runter. Genau so. So und Licht. Haben wir auch. Wie weit? Boah, ich weiß gar nicht. Okay, wir gehen erstmal in diese Richtung. Dann gucken wir mal, wie weit wir graben können, bis wir... Da
Da hören wir schon das Tor. Zwölf haben wir gebohrt, alles klar. Ach ja, guck, da sind wir nämlich hier. Okay. Dann. So. Moment. 13, okay. Gut, alles klar. So, Frage, wie tief gehen wir? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich mir nicht ausgerechnet habe, beziehungsweise, ach egal, komm, wir machen das jetzt einfach mal so. Was zu viel ist zu viel, das nehmen wir dann als Lagerfläche für die ganzen Sachen, die wir da rausbekommen. So. Wir werden auf jeden Fall auch die Kuhfarm nach hier unten verlegen und hoch und eine automatische Hasenschnetzelfarm, falls es sowas gibt. Da muss ich mal gucken, mir Tutorial raussuchen und dann werden wir das auch alles hier runtersetzen. Genau. Das ist jetzt nicht das Tollste, es sind wahrscheinlich immer ganz viele Tiere auf einem Fleck, aber das soll ja auch Essen geben und keine gute Tierhaltung werden. Also von daher, das ist ja zum Glück nur Minecraft. Da wird man nicht wegen Tierquälerei verhaftet, wenn man sowas macht. So, oh Mann, ich hasse das, diese ewige Rumabklopferei von den Steinen. Das ist so eine Arbeit, die finde ich echt ätzend. Aber nun gut, sie muss ja auch gemacht werden. Von alleine passiert das hier ja leider alles nicht. So. Übrigens, wir hatten ja schon in 7 Days to Die erzählt, dass wir momentan The Walking Dead gucken. Die Serie. Der Minjas kannte die ja schon. Der hatte die vorher schon mal angefangen zu gucken. Ach so, hier, das gehört auch noch dazu, alles klar. Der hatte die ja schon geguckt und ich habe bisher ja nur das Spiel gespielt. Und ja, wir haben, glaube ich, jetzt in zweieinhalb Wochen alle vier bisher gelaufenen Staffeln durchgeguckt und in dieser Woche ist ja auf Premiere die Staffel 5 gestartet. Und da haben wir auch schon die erste Folge geguckt. Ich bin ja echt begeistert. Also die macht ja echt süchtig. Also ich finde die richtig klasse. Die vierte Staffel fand ich einen kleinen Tick langweilig. Ich fand das sehr blöd, dass der Governor wiedergekommen ist. Aber eigentlich war das ja zu erwarten, dass er nochmal, aus welchen Gründen auch immer, nochmal einen Rachefeldzug gegen die Gefängnisbewohner starten wird. Und ja, am Ende hat er gekriegt, was er verdient hat. Und ich fand, es war nicht brutal genug, sein Ende. Aber nun gut. Das ist halt meine Meinung. Ich glaube, ich würde bei so einer Zombie-Apokalypse würde ich mit manchen Menschen ganz anders umspringen. Also das, ich glaube, da wäre ich Sadist. Aber so richtig. Da wäre ich so richtig, richtig böse. Und würde manche Leute, glaube ich, bis aufs äußerste Blut quälen. Zumindest sie, die es verdient haben, ne? Wenn die genauso mit anderen umspringen würden. Die würden von mir, sagen wir es mal so, jeder würde das von mir zurückkriegen, wie er zu anderen ist. Also so würde ich das mal sagen. Ich würde jetzt niemanden umsonst quälen. Um Gottes Willen, das bin ich nicht, ja. Ich bin, glaube ich, ein ganz, ganz netter Mensch. Wenn auch manchmal ein bisschen zickig. Aber jeder würde von mir das zurückkriegen, was er austeilt. Also mit hundertprozentiger Sicherheit. Wenn er zu mir ist, zu dem bin ich auch nett. Und jeder ist sich halt, wie gesagt, der Nächste. So. Dann machen wir ein bisschen Licht, damit er nichts spawnen kann. Und dann, das kleiden wir, glaube ich, noch ein bisschen schön aus, ne? Wir holen uns jetzt erstmal eine Tür und wir holen uns Stufen.
Sollen wir das mit Stein oder mit Holz auskleiden? Was sagten ihr? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare, ob mit Holz oder mit Stein auskleiden. Also sollen wir hier auch die Steinziegel nehmen? Wenn ja, dann sollten wir da mal ein bisschen was einschmelzen. Und das, denke ich, werde ich auch hier mal machen. Und es regnet oben. Regen ist sehr gut. Also wenn du angelst oder wenn man angelt, sollte es regnen, denn dann erhöht sich die Drop-Chance wohl beim Angeln, habe ich jetzt gelesen. Und kann da ehrlich gesagt nicht, da ist gar kein Dings drin, gar keine Kohle drin. So, ich kann da ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wie oft es geregnet hat, als ich in der AFK-Farm stand. Und so manuell habe ich jetzt noch nicht so viel und so oft geangelt, weil es dann doch echt ätzend ist. So, sollen wir mal ein paar Zombies schnetzeln gehen? Machen wir, ne? Erst packen wir noch mal ein bisschen Eisen hier oben in die Truhe. Ups. Okay, so. Da geht's auch schon los. Und jetzt, das hört sich an, als wäre das auf dem Dach, ne? Ach nee, falsche Richtung. So, hier müssen wir hoch. So, hier ist nichts. Da sind die ganzen Miezen. Hallo, ihr Süßen. So. Ich denke, ich werde hier auch, also hier aus dieser Reihe werde ich eine Holzreihe machen und dann werde ich hier Glas reinbauen. Damit wir so einen schön großen Dachboden haben, dann mache ich da, weiß ich nicht, eine Bibliothek hin. Schauen wir mal. Oh, ein Enderfuzzi. Hallo, Enderman. Na, komm, stirb. Dankeschön. Und keine Perle, schade. Eine Hexe. Und Zombies. Hallo, Zombies. Zombies. Oh, 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 da schmeißt die Hexe schon mit ihren Steinchen. Hier ist kein... Ach, nicht Steinchen. Hier... So, die ist tot, alles klar. Jetzt flitze ich mal so. Ich bin vergiftet. Oh, verdammt. Nein. Stirb jetzt nicht. So. Und sterbe ich jetzt? Nee, sterbe ich nicht, sehr gut. Alles klar. Einen Debuff habe ich jetzt auch nicht. Jetzt brauche ich nur eine volle Lebensleiste. So, was haben wir denn hier noch drin zu braten? Wir haben noch rohes Hühnchen. Und wir haben rohes Kaninchen. Kann man Kaninchen eigentlich braten? Das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht ausgetestet. So. Gucken wir mal, oder? Oh, kann man braten. Sehr schön. Was gibt es denn dann? Gebratenes Häschen. es ist in die Kiste gefallen. Alles klar. Gebratenes Kaninchen. Genau so. Das packen wir da rein. Und hier ist keine Kohle. Sehr schön. Dann klauen wir hier mal ein bisschen Kohle. Und packen hier ein bisschen rein. Und hier packen wir auch noch was rein. Und dann essen wir noch was. Und gehen. Zombies verprügeln. Und Skelette. So. Da sind Creeper, aber... Na, stirb schon. Komm. So, der hat sich den... Da... Oh, jetzt dreht er durch. Der Enderman. Wo ist er denn hin?
Wo ist eigentlich der Bogen hin? Ja. Hallo, Spinni. Na? So. So, tschüss, mein Lieber. Und? Dann versuchen wir es mal mit dem Skelett. Jupp, und tschüss. Was ist denn das? Das ist aber komisch. Warum schießt denn der schon, wenn ich noch gar nichts mache? Liegt das am Regen? Hier ist, glaube ich, was explodiert. So, tschüss. Ach, da ist ein Kaninchen. Oh, ein Creeper, ein Creeper, ein Creeper, ein Creeper. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Okay, alles klar. Da hat es mich in die Luft gesprengt, verdammt. Aber nun gut, ohne Creeper wäre es ja total unspannend. So, und tschüss. Ja, yeah. Genau so schaut's aus. Und hell, Spinni. Na, bist jetzt friedlich? Nee. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah. Da haben sie sich angeschlichen. Schweinekram, echt. Also ich sag ja, als sie noch Psst gemacht haben und dann bumm, war das noch viel interessanter als jetzt. Viel spannender. Jetzt schleichen sie sich an. Oh, oh, oh. Aber so richtig schleichen sie sich an. Geh weg. Stirb. Danke. So. Oh, oh, oh. Ist da irgendwo... Scheint es zu brennen. Ich höre hier ein Zischen. Frage, was ist das? Haben wir hier vielleicht irgendwo Lava? Also jetzt höre ich es nicht mehr. Hm. Egal, wir gehen wieder zurück. Wir könnten ja mal die Häschen füttern, damit wir noch mehr Häschen kriegen. So, hier war der Creeper. Ist der Creeper explodiert? Mann, echt jetzt. So ein Müll. Wir essen jetzt erstmal was und dann stopfen wir hier das Loch. So. Mann, ey, dieses Terraforming. Völlig uninteressant, aber muss ja auch gemacht werden. Sehe ich zumindest so. Wenn hier ein Creeper meine Landschaft zerstört, muss ich es auch wieder reparieren. Nee. Was habe ich denn da bitte schon drauf, dass das so effizient ist? Alles klar. Deswegen buttert das hier auch so durch. Ja, gut. Alles klar. Wir gehen flink zurück. Und, so, haben wir jetzt keine Erde mehr. Und dann schauen wir mal, was wir machen als nächstes. Ja, wie gesagt, ich denke, haben wir. Wir haben nicht. Alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. Besorgen uns ein paar Möhrchen. Für die Häschen. So, die Katze ist schon wieder nach oben gewandert. Was haben wir hier? Wir haben hier Diorit. Das haben wir... Hier, genau. So. Granit haben wir hier. Und da haben wir Andesit. Das haben wir hier. Sehr schön.
Glowstone, da haben wir jetzt noch keine Kiste für. Das packen wir, wenn dann, auch in die Kiste an die... ans Netator. Und wir haben noch Schwarzpulver. Das kommt hier rein. Obsidian haben wir da oben. Dann haben wir hier unten irgendwo die Zombie-Drops. Da. Bruchstein. Was wollte man damit? Den brauchen wir für die... für den Ausbau der Neta-Basis. Aber wir machen jetzt gar nichts. Ach, ich bin total planlos heute. Wie immer. Eigentlich nicht nur heute, wie immer bin ich planlos. Wir wollten Möhrchen holen, die sind unten im Keller. Ach Mann. So, hat du Möhrchen für mich? Möhrchen, 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 die sind... ja. Nee. Da. 64 ist ein bisschen viel, braucht man nicht. Wir nehmen mal 32 mit. Dann füttern wir mal die, gucken wir mal, ob hier was drin ist. Nein, ist nichts drin, okay. Da füttern wir mal die Häschen. Und wir werden mal gucken, ob wir die Schweine noch mal füttern können. Dann vermehren wir nämlich auch noch mal die Schweinchen. So. Dann. Oh, ihr Süßen. Dann bekommen wir Babys. Und? Yay. So. Wir können hier auch noch mal... so, wo? Ich habe gerade einen Zombie gehört, aber wo? Und eine Spinne höre ich auch, glaube ich. Und ich höre es zischen. Warum höre ich zischen? Hier ist doch gar kein Feuer. Ach, guck an, der Zombie hängt bei den Hühnern fest. Haha. Du doofes Zombie-Ding. Und da hat er sich ein Ei gekrallt. So. Genau, stirb. Oh, tut mir leid, ihr Babyhühnchen. So. Und saufen sie jetzt ab oder überleben sie? So, wir haben noch mehr, ne? Haben wir noch mehr Eier? Wir haben noch mehr Eier. So, alles klar. Und 5 Eier. Ne, wir haben hier noch. Okay, alles klar. Dann machen wir noch mal ein paar Hühnerbabys. So, gut, das war's dann. Das war's. Und jetzt steckt hier das Huhn fest, oder was? Gut, alles klar. Haben wir auch erledigt. Gut, Knut. Dann würde ich mal sagen, ihr Lieben, es tut mir leid für diese Chaos-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich übermorgen wieder, wenn ich ein bisschen klarer beieinander bin und eine bessere Struktur beim Bauen habe. Jawohl. Ich sage dann tschüss, bis übermorgen. Macht's gut.